Wir befinden uns hier auf der Hannover Messe 2013 am Stand des Konradin Verlags. Bei mir ist jetzt Herr Thomas Schildknecht. Er ist Vorstand der Schildknecht AG. Schönen guten Tag, Herr Schildknecht. Mit welchen Produkten präsentieren Sie sich denn hier auf der Hannover Messe? Ja, wir sind im Bereich Wireless und M2M tätig, entwickeln dort und vertreiben eigene Produkte, sind Halle 8 im Wireless und M2M Gemeinschaftsstand. Das ist ja ein sehr weites Feld, M2M und Wireless. Wo sehen Sie denn das größte Entwicklungspotenzial derzeit? Ja, sicher war in den letzten 5 Jahren eine Akzeptanz von Industrieanwendern da, Wireless, also Bluetooth, WLAN in der Fabrikautomation einzusetzen. Momentan sehe ich einen großen Trend im Bereich Mobilfunkankopplung, wo eben größere Distanzen zum Beispiel zu überbrücken sind. Wie schlägt sich das dann auf Kundenseite nieder? Gibt es da ein konkretes Anwendungsbeispiel? Also M2M-Anwendungen sind natürlich sehr, sehr breit aufgestellt. Wenn ich mal eines unter vielen Anwendungen herausziehen kann, wäre das zum Beispiel Hochwasserschutz. Wir haben ein System entwickelt, wo man einen Hochwassersensor an einer Brücke zum Beispiel montieren kann und kann dann die Bevölkerung informieren über Twitter. Twitter ist ein Nachrichtendienst und mit diesem Nachrichtendienst kann eine kleine Box eine Information verschicken über den aktuellen Stand des Hochwassers und dadurch ganze Bevölkerungskreise, Gruppen informieren auf ihr Smartphone als Push-Nachricht. Das wäre zum Beispiel eine von vielen Anwendungen. Das Leitthema dieser Messe ist Integrated Industry bzw. Industrie 4.0. Sie bewegen sich ja mit Ihren Lösungen inmitten dieses Feldes. Sehen Sie auch bei der M2M-Lösung eine Entwicklung hin in Richtung Industrie 4.0? Ja, Industrie 4.0 adressiert natürlich genau diesen Bereich. Es fordert eigentlich eine datentechnische Durchlässigkeit über alle Bereiche, also von der Automatisierungstechnik mit Sensoren und Aktoren über das Internet, über Mobilfunk bis zur IT, bis zu Cloud-Lösungen. Und genau diesen Punkt adressieren wir mit unseren Produkten. Dann bin ich mal gespannt, wann ich meinen ersten Wasserpegelstand per Twitter bekomme und bedanke mich für das Interview. Ich wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Messe. Vielen Dank, Herr Schildknecht. Ja, vielen Dank.